Hallo. Hallo? In einer Minute. Okay, danke. Danke sehr. Danke sehr. Hallo, guten Abend, danke für den Applaus. Jetzt, wo die Stimmung am Kochen ist, würde ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Christoph Fritz, für Sie aber gerne Herr Fritz. Christoph ist ein sehr schöner Name, finde ich auch, vielen Dank. Die Bedeutung von Namen kann ja gar nicht überschätzt werden, weil nicht der Name fügt sich dem Menschen, sondern der Mensch fügt sich dem Namen. Der zeichnet einem schon von klein auf den weiteren Leidensweg vor. Wenn du zum Beispiel Gertrude heißt, kommst bereits als strickende Pensionistin auf die Welt. Wenn du Tiffany heißt, ist es ganz klar, dass du zuerst ein Kind kriegst und dann L17 machst. Wenn du einen Doppelnamen hast, Gertrude Tiffany, wird's richtig spannend. Ja, und Christophs sind dann offensichtlich die, weiß es zufällig jemand? Genau, die internationalen Sexikonen. Ja, so, falls sich mittlerweile bereits die ein oder andere Dame aus dem Publikum die Frage gestellt haben sollte, ja. Sehr gern. Ich bin volljährig und belastbar. Mittlerweile sogar schon 27 Jahre alt, wobei sich das bei mir laufend ändert, fast jedes Jahr. Ich weiß natürlich, dass ich nicht wirklich wie 27 ausschaue. Zum Beispiel habe ich denselben Bartwuchs wie meine Großmutter. Also eh schon einen recht ordentlichen. Ja, da ich solche Bilder nur sehr, sehr ungern unvollständig lasse, am Rest meines Körpers bin ich in etwa so behaart wie ein Bär auf Chemotherapie. Ja, es wird jetzt vielleicht überraschen, wenn ich Ihnen anvertraue, dass ich persönlich jetzt nicht sonderlich erfolgreich bin mit den Frauen oder Ladies, wie ich sie nenne, weil ich so jung ausschaue, interessieren sich für mich anstelle von hübschen Damen auch eher kurzsichtige Pädophile. Sind heute welche da, zufällig? Zeigt nie wieder auf. Sind so feig. Ja, Sie finden das alles vielleicht lustig, aber wissen Sie, wie das ist, wenn das Äußere permanent der biologischen Uhr hinterherhinkt? Als ich als vierjähriges Kind an der Hand meiner Mutter die Straße entlang spaziert bin, da haben die Passanten geglaubt, meine Mutter wäre noch schwanger mit mir. So jung habe ich ausgeschaut. Mit 14 bei meiner Firmung bin ich vom Pfarrer aus Versehen getauft worden. Also, das war sehr unangenehm, wie er mich so hochgehoben und ins Waschbecken eingetunkt hat. Wie so ein Pommes in Ketchup, hat sich total das Kreuz verrissen. Wegen dieser Diskrepanz zwischen meinem Erscheinungsbild und meinem Alter habe ich auch immer schon eher zu den Außenseitern gezählt, vor allem auch im Land, da wo ich her bin. Ich komme nämlich aus Niederösterreich oder wie wir nennen das Oberösterreich des Ostens. Genau gesagt bin ich in Kleinschramming am Winzling aufgewachsen. Der Ort ist
relativ unbedeutend, wenn man ihn kennt, ist man auch von dort. Wir haben auch immer noch den Schilling und der Zug hält bei uns, wenn wir Glück haben, ein, zwei Mal im Monat. Nämlich dann, wenn sich wieder wer auf die Gleise wirft. Oder geworfen wird, da gehen die Meinungen auseinander. Klein Charming am Winzling ist aber eigentlich eher ein sehr, sehr nettes und weltoffenes Plätzchen. Die Menschen dort sind auch sehr tolerant. Solange du halt einigermaßen männlich, weiß, österreichisch, heterosexuell, nicht kleinwüchsig, nicht so dick und nicht so dünn und auch nicht dumm, aber nicht intelligent und auch kein Jude, Moslem, Atheist, Buddhist, nur als Kommunist, Grüner oder Veganer bist. Also halt ein anständiger Mensch bist. Und ganz allgemein sollte man darauf achten, das Alkohol- und Cholesterin-Level im Blut konstant im lebensgefährlichen Bereich zu balancieren. Klein Schramming ist relativ klein. Es hat so an die 500 Einwohnerinnen und Einwohner, wovon mindestens 90% miteinander blutsverwandt sind. Und die restlichen 10% werden vermisst. Also, wenn bei uns der Pfarrer in der Messe sagt, meine Brüder und Schwestern, dann meint er das genauso. Bei uns gibt es auch wirklich nur das Allernotwendigste an Infrastruktur. Wir haben einen Buff, eine Kirche, einen Hausarzt, 16 Tierärzte, eine Raiffeisenbank, ein Lagerhaus und einen. Und darauf sind wir ganz besonders stolz, weil das ist auch unser Wahrzeichen, unsere Touristenattraktion, einen Zebrastreifen. Der Zebrastreifen liegt genau vor der Raiffeisenbank. Scheiß Lobbyisten. Und steht unter Denkmalschutz. Die niederösterreichische Dreifaltigkeit, Raiffeisenbank, Kirche und Buff. Teilt sich übrigens ein Gebäude. Nämlich das Lagerhaus. Sowie auch ihre Kunden. Ja, manche von Ihnen erinnert Klein Schramming am Winzling vielleicht an eine Geschichte aus der Bibel. Nämlich an die über Sodom und Gomorra. Das waren zwei alttestamentarische Städte, die Orte voller Tierliebe, Wollust, sexueller Ausschweifungen und Gewalt waren. Also eher recht nette Urlaubsziele, weil die Menschen dort aber so sündhaft gelebt haben, wurden diese beiden Städte von Gott unter Feuer und Schwefel begraben. Klein Schramming am Winzling war früher Partnergemeinde von Sodom und Gomorra und wird von Gott nicht vernichtet, weil er es nicht findet. Mittlerweile wohne ich nicht mehr in so ein Klein Schramming am Winzling, bin aber regelmäßig zu Hause, zum Beispiel wenn uns die Großeltern zum Essen einladen, sind wir wieder aufs Neue ein emotionales Sodbrennen. Mein Bruder ist nämlich Veganer und bei uns in der Familie genießen nur Homosexuelle einen noch schlechteren Status als Veganer. Und seitdem sich mein Bruder geoutet hat als Veganer, muss er sich jedes Mal dasselbe von den Großeltern anhören. Das ist bestimmt bloß eine schwierige Phase im Leben, das geht sicher bald vorbei. Oder pass ja auf, Veganismus ist die Einstiegsdroge zur Homosexualität. Sagt mein Bruder drauf, ist mir wurscht, bin ich schon schwul. Ja, ich habe überhaupt sehr viele Bekannte in meinem Freundeskreis, die sich fleischlos ernähren. Zum Beispiel eine gute Bekannte, die wohnt seit April in Finnland und die, keine Ahnung, was ich euch gerade noch hingezeigt habe. und
Und die bezeichnet sich selbst als Vegetarierin und vor ein paar Wochen schickt sie mir ein Bild, auf dem sie gerade eine Elchlasagne isst. Eine Elchlasagne. Ich frage sie daraufhin, ob sie jetzt keine Vegetarierin mehr ist. Sie darauf, sicher bin ich immer noch Vegetarierin, aber der Elch hat ein glückliches Leben in Freiheit und solche Tiere esse ich gern. Da habe ich zwei grundlegende Probleme mit der Aussage. Erstens ist es offensichtlich nicht, wie Vegetarismus funktioniert. Du kannst kein Vegetarier sein und gleichzeitig hin und wieder ein Tier essen, weil es so ein glückliches Leben in Freiheit hatte. Genauso wenig kann ich ein heterosexueller Mann sein, aber hin und wieder mit einem anderen Typen schnackseln, weil der so ein glückliches Leben in Freiheit hatte. Auch wenn es mich manchmal reizen wird, zwei, drei so Tage pro Woche sollen ja gesund sein und habe ich gelesen. Und zweitens esse ich doch gerade nicht das Tier, das ein glückliches Leben führt. Das würde gern weiterleben. Viel lieber so einen glücklichen, in Freiheit lebenden Elch in Finnland, esse ich doch irgendein schwer depressives österreichisches Schwein aus Massentierhaltung, das schon 27 gescheiterte Suizidversuche hinter sich hat. Das wird wenigstens von seinem Leid erlöst, indem es paniert mit Erdäpfelsalat ist. Hätte ich die Bekannte, wenn sie gesagt hätte, sie wird nur noch Tiere essen, die sich eigenhändig das Leben genommen haben. Das fände ich moralisch total unbedenklich. Ich würde zum Beispiel einfach den Händeln, um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen, den Händeln so eine Guillotine, so ein Fallbeil in den Stall stellen, ihnen Kopfhörer aufsetzen und Schlagermusik vorspielen. Sowas wie Helene Fischer singen Andreas Gabaliers größte Hits. Oder umgekehrt, was halt grausamer ist. Und war der zu tief? Soll ich einen pädophilen Witz nachschießen, damit sie diese Bilder aus dem Kopf kriegen? Und ich garantiere Ihnen, nach spätestens 5 Minuten rennen dort drin die Händeln alle kopflos, atemlos durch die Nacht. Das Ganze müsste man dann industriell aufziehen und entsprechend vermarkten. So nach dem Motto, ja natürlich, wollen wir sterben. Suizid und Depression, wer nicht will, der hatte schon. Kaufen Sie noch heute Ihr Fleisch aus Freitothaltung. Ja, das ist meine Geschäftsidee. Freitothaltung. Ich weiß, das ist eine ziemlich intelligente und beeindruckende Idee. Sicher eine meiner absoluten Top 5 Ideen aller Zeiten. Dicht gefolgt von der Idee, eine Overall-Firma zu gründen. Eine Overall-Firma zu gründen mit dem Namen Jacke wie Hose. Haben Sie das gecheckt? Ja, dieses skrupellose, innovative Denken habe ich mir durch mein Studium angeeignet. Ich habe nämlich europäische Wirtschaft und Unternehmensführung studiert, was ein Euphemismus ist für, ich habe keine echten Leidenschaften in meinem Leben und bin innerlich tot. Ist, glaube ich, sogar die offizielle Studiengangsbeschreibung. Also ich habe halt Wirtschaft studiert, das Auffangstudium all derer, die nie echte Interessen gehabt haben und studierbare Hobbys gehabt haben, die sich aber im Leben nicht so aufgeben wollten, dass sie jetzt Lehramt studieren. Ich bin mittlerweile Bachelor of Arts in Business, was es genau heißt, weiß ich selber nicht, weil Englisch haben wir nicht gelernt. Mein Studium jedenfalls war so ein richtiges Hardcore-Wirtschafts-Bootcamp, in dem die Kapitalistenschweine vom Morgen herangemästet werden. Wir haben die freie Marktwirtschaft angebetet, andere Weltanschauungen geächtet, das ewige Steuerparadies für uns reklamiert und als oberstes Dogma das Streben nach dem größtmöglichen Profit verfolgt. Unser Hauptsponsor war die katholische Kirche.
was Sinn macht, Kirche und Wirtschaft, eine Symbiose aus Gut und Gütern? Ich weiß, das ist ziemlich geil. Nicht zufällig ist es ja so, dass wenn man die 15 Buchstaben von der Heilige Geist neu aneinander reiht, rauskommt, Geld ist Gier. EHI. Das gebe ich jetzt ehrlich zu, die letzten 4 Buchstaben habe ich niemals in den Flund gebracht. Die kehren wir ganz katholisch einfach unter den Teppich. Bei uns an der Wirtschaftsuni hat jeder Tag mit einem gemeinsamen Alles ist unser begonnen. Vater Prophet, der du bist im Aktienindex. Geheiligt werde dein Name, dein Recht umkomme, deine Prognosen geschehen. Wie an der Börse, so in meiner Börse. Unseren täglichen Kursgewinn gib uns heute und vergib uns unsere Schulden. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern niemals. Und führe uns stets in Versuchung und erlöse uns von dem bösen Finanzamt. Denn dein ist der Reichtum und die Dividende und die Herrlichkeit bis zur nächsten Krise. Scheiß auf die Amen. Ja. Mal. Kann also sagen, Rückgrat haben sie uns erfolgreich abtrainiert im Studium. Was aber auch einen logischen Grund hat, weil ohne Wirbelsäule lässt sich viel flexibler in fremde Ärsche kriechen. Direkt nach dem Studium habe ich dann begonnen zu arbeiten im Controlling einer Firma, die total schiere Badehauben herstellt. Das ist immer schon mein Traumberuf gewesen. Als kleines Kind habe ich in die Freundschaftsbücher unter Traumberuf immer geschrieben, Controller einer Firma, die total schicke Badehaube herstellt. Zumindest immer noch besser als mein allererster Job mit 16. Da habe ich in einem Fitnesscenter als Langhantel gearbeitet. Das war nicht so meins. Die Arbeit dort im Controlling war auch nicht so meins. Habe schon am ersten Arbeitstag nach den ersten 3 bis 4 Minuten keinen Lebenswillen mehr besessen. Man wollte mich schon nach der Mittagspause aus dem Fenster stürzen. Also nach der Mittagspause, weil das hat der Schinkenfleckel gegeben. So haben wir gedacht, warte ich schon noch ab. Ja, ich weiß, seitdem ich dort gearbeitet habe, auch, wieso so viele Menschen unzufrieden sind mit ihren Jobs. Weil Arbeit halt scheiße ist. Ja. Genau. Ich mache Kabarett aber auch und vor allem aus dem Grund, um Kontakt zur Frauenwelt herzustellen. Also falls jetzt tatsächlich die ein oder andere Dame aus dem Publikum Interesse an mir oder meinem Körper, wenn es sein muss, haben sollte, kann ich nur sagen, wir würden sie nicht von unserer Bettkante stoßen. Allein schon nicht aus moralischen Gründen, weil wir schlafen in einem Stockbett. Nein, ist da Spaß beiseite. Mir ist wichtig, dass Sie wissen, ich bin freiwillig enthaltsam. Vor allem aufgrund des freien Willens der Frauen. Nein, es ist wirklich meine bewusste Entscheidung. Wieso? Danke für die Frage. Das gefällt mir so im Kabarett, dieses interaktive Element. Ich bin so ein Mensch, ein recht entscheidungsschwacher Mensch, das habe ich von meinen Eltern. Kann mich oft im Klo nicht einmal zwischen groß und klein entscheiden. Dann mache ich Mittel. Ja, ich bin einfach nicht jemand, der sich gern vorschnell irgendwelche Zukunftschancen verbaut und ich habe halt bis jetzt noch nicht hundertprozentig ausschließen können, mich irgendwann einmal einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen, doch noch zu Gott zu finden und zu heiraten. Und als anständige Christin kriegt man halt nur dann einen vernünftigen Ehemann, wenn die Blume noch nicht gepflückt wurde. Ja, bin ja nicht deppert.
Ich weiß, das ist eine ziemlich intelligente und beeindruckende Idee. Sicher eine meiner absoluten Top 5 Ideen aller Zeiten. Dicht gefolgt von der Idee, eine Sanierungsfirma zu gründen, eine Gebäudesanierungsfirma zu gründen mit dem Namen Hausarzt. Verstehen's, ja. Wenn ich meine Vergangenheit mit den Frauen aber rein unter den Aspekten der Mathematik und Statistik betrachte, bin ich eigentlich total erfolgreich, weil ich habe in meinem Leben mit 0 Frauen geflirtet und mit 0 von ihnen hat sich was Romantisches entwickelt. Also perfekte Erfolgsquote von 100%. Und wie es sagt, ist jemand, man kann nicht durch 0 dividieren. Man kann schon, die meisten trauen sich nur nicht. In den letzten Jahren war ich dann doch auf einigen Dates mit Frauen. Wo habe ich die Frauen kennengelernt? Online natürlich. Also nicht natürlich, online halt. Genauer gesagt auf Tinder. Ich weiß jetzt nicht, ob Tinder jeden von ihnen was sagt. Manche von ihnen haben ja doch schon mehr Zeit hinter sich, als sie noch vor sich haben. Das war durchaus positiv gemeint. Man könnte auch sagen, sie haben schon das meiste geschafft. Yeah. Nein, also sie sind eh recht junges Publikum, finde ich. Aber was da bei mir oft in Vorstellungen für uralte 30, 35-Jährige drin hocken. Wo du denkst, Alter, wie hält das physikalisch noch zusammen? Wo, wenn man die Schmusen sieht, man sich denkt, ist das noch Schmusen? Oder sind das schon Wiederbelebungsversuche? Ich glaube, jetzt habe ich so 90% vom Publikum verloren. Aber ich würde es wieder tun. Also Tinder ist so eine Dating-App. App ist sowas fürs Handy. Handy sind diese kleinen Wurscht. Geht angeblich alles recht schnell und unkompliziert. Das Lieferando der Liebe, das Running Sushi der Lust. Also war heute doch noch mit ein bisschen Schamgefühl behaftet. Man gibt irgendwie doch ungern zu, dass man im Internet jemanden kennengelernt hat. In spätestens 10 Jahren. In 10 Jahren wird das aber die Regel sein. Da werden dann die Leute sagen, wenn du das genau wissen willst, ich habe meine Freundin in der Arbeit kennengelernt. Aber wenn uns die Oma fragt, sag mal online, weil das ist weniger peinlich. Und dann rollt von der Seite so ein kleiner Roboter her und holt einen runter. Genau. Ja. Also, so stelle ich mal die Zukunft vor. Weiß nicht, wie Sie sich die vorstellen. Vielleicht kommt er bei Ihnen von links. Okay, ich merke, Sie sind noch nicht ganz fit für die Zukunft. Mit meinem letzten Date, oder wie man bei uns zu Hause sagt, Datum, habe ich... Der Witz ist so ein Test, ob Sie einen guten Humor haben. Mit meinem letzten Datum habe ich mich in einer Bar verabredet, was rückblickend betrachtet eine Schnapsidee war, weil ich war fast nicht reingelassen worden. Aber als ich mir dann doch mit erstaunlich viel Selbstbewusstsein Zugang durch ein offenes Klofenster verschafft habe, habe ich mich dieser netten jungen Dame zum ersten Mal so offiziell im echten Leben vorgestellt. Ich habe gesagt, hallo, ich bin der Christoph Fritz, Bachelor of Arts in Business. Ich habe mir gedacht, ich beginne mit einem Witz. Tennis wird mit einem gelben Filzball gespielt. Das ist der springende Punkt. Ja, sie war nicht zu ihrer Meinung.
habe ich händeringend nach irgendeinem Smalltalk-Thema gesucht und als einziges ist mir die Doku eingefallen, die ich am Vortag auf Arte gesehen gehabt habe. Sage ich zu ihr, Vorhautfängung. Ja, was ist da deine Meinung dazu? Sagt sie, bin ich dafür. Habe ich mir gedacht, ich muss jetzt so ein ganz ein tolles, einzigartiges Kompliment machen, um das Ruder wieder an mich zu reißen. Habe ich zu ihr gesagt, du, Gertrude Tiffany, mir gefällt die gerade Anzahl deiner Kniescheiben. Ja, nach diesem Synapsen-Gangbang war es dann endgültig vorbei. Sie hat nämlich da an so Signale gesendet, dass sie jetzt weg will. Zum Beispiel hat sie gesagt, ich will weg. Ich habe sie dann trotzdem gefragt, ob ich sie wiedersehen kann, weil kannst du nicht reinschauen in die Menschen. Hat sie gesagt, nicht einmal in deinen kühnsten Träumen. Ja, dann bin ich aufgewacht. Nein, also gesehen habe ich sie dann kein zweites Mal mehr. Auf mich trifft jede Frau höchstens einmal in ihrem Leben. Ich bin quasi die Windbocken unter den Männern. Aber ich sehe es sportlich, ich sehe es positiv. Die Zukunft, die wird mir gehören. Da bin ich mir sicher. Spätestens als 90-Jähriger im Hospiz, der wie 35 ausschaut. Das werden meine 3 Wochen. Ja, in der Zwischenzeit ist es halt zart. Ich weiß auch nie wirklich, was ich mit den Gesprächspartnern reden sollte. Diesen Mangel an Worten deuten die oft als Schüchternheit. Ich bin aber gar nicht schüchtern, mich interessieren andere Menschen einfach nicht. Und bei meiner allerersten großen Liebe war das alles irgendwie noch viel, viel weniger zynisch. Meine erste große Liebe habe ich im Kindergarten kennengelernt. Es war eigentlich von vornherein klar, dass es nicht funktionieren kann mit uns. Sie war 3, ich war 4, komplett andere Generation. Aber wir haben es halt probiert, wir waren jung und dumm. Ich habe sie kennengelernt, dass sie eines Tages während des Mittagessens zu mir an den Tisch gekommen ist und mir, und das fand ich total romantisch, ohne ein Wort zu sagen, ihren Schokopudding auf meinen Teller geschrieben hat. Und das wusste ich schon zu schätzen, so eine aus dem tiefsten Innern kommende Geste. Das Vertrauen muss man erstmal haben zu wem. Und aus diesem Grund habe ich dann damals für diese junge Frau, für dieses junge Mädchen, mein allererstes Liebeslied geschrieben. Und das würde ich Ihnen gerne vorspielen. Ja, ich möchte davor kurz dazu sagen, das Lied habe ich mit 4 geschrieben. Man hört es vielleicht ein bisschen raus in den Lyrics, aber es kam von Herzen und das ist ja das Wichtigste. Das Lied heißt Johanna und es geht um die Konstanze. Hören Sie die Gitarre? Okay, scheiße. Konstanze, Schatzi, 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 Konstanze, Schatzi,
Konstanze, Schatzi. Sie können gerne mitsingen, wenn Sie es gemerkt haben. Konstanze, Schatzi, Konstanze, Schatzi, Schatzi, haha. Konstanze, Konstanze, Schatzi, Konstanze, Schatzi, Konstanze, Schatzi, Konstanze, Schatzi, Konstanze. Wieso hast du kein Spatzi? Nachdem ich der Konstanze dann dieses Werk aufgeführt habe, war sie ziemlich unterwältigt. Sie hat gesagt, dass ich jetzt so kindisch bin, so wenig weiß über den weiblichen Körper und so ein Blödsinn. Sie hat gesagt, Christoph, du bist 4, benimmst dich wie ein 3-Jähriger und schaust aus wie 1. Ist einfach zu wenig für mich. Und dann habe ich es plötzlich so plätschern gehört, runtergeschaut und gesehen, wie sich hinter ihr eine immer größer werdende Lacke bildet. Und ich denke mir, das ist wieder typisch Konstanze, pinkelt sich wieder voller Wäsche an. Aber dann habe ich ihr in ihre Augen geschaut und gesehen, nein, sie weint einfach wie ein Wasserfall. Und sie hat mir dann unter Tränen gestanden, der wirkliche Grund, wieso sie mich verlässt, ist, weil sie eine Affäre mit dem Thomas hat und mit ihm nach Griechenland ziehen will, um dort den Kaffee aufzumachen. Was ich schon irgendwo auf einer rationalen Ebene verstanden habe, weil der Thomas war halt schon 5, hat bis 100 zählen können, selber Schuhe binden, das ganze Paket. Aber trotzdem, und ich glaube, da werden Sie mal zustimmen, ist die Konstanze eine gemeine Funse. Ja, ich bin ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Einer meiner größten Ängste ist zum Beispiel die, dass ich mal unabsichtlich auf Facebook was vom Strache like. Andere große Angst, Spinnenphobie. Lange Zeit riesengroße Angst gehabt vor Spinnen. Schlussendlich aber überwunden durch eine innovative Form der Elektroschocktherapie. Seitdem keine Angst mehr vor Spinnen, dafür vor Strom. Das ist kein guter Tausch. Heute in der Früh, auch wieder viel Angst gehabt. Heute in der Früh bin ich in der Dusche gestanden und habe halt das gemacht, was Männer in der Dusche gern tun. Ich habe geweint. Und das mache ich eigentlich täglich fast, mich duschen. In Hotels dusche ich mich aber nicht so gern. Da gefällt mir einfach die Vorstellung nicht, dass da schon so viele fremde Männer vor mir in der Dusche geweint haben. Was ich dann aber trotzdem immer im Hotel mache, ich tue trotzdem immer kurz die Dusche aufdrehen und dann gleich wieder ab, damit es benutzt ausschaut und mich die Putzfrau nicht von grausigen Typen hält. Ja. Aber heute in der Früh wollte ich mich wieder mal in echt duschen und wie ich mir so ein bisschen Duschgel auf die Hand leere, fällt mein Blick auf das Etikett von der Duschgelflasche. Ich werde sofort total panisch, spring raus aus der Dusche, durch die Dusche und durch und gehe hinter der Wäschetonne in Deckung. Nach 5 bis 10 Minuten habe ich dann langsam realisiert, was gerade passiert ist. Und dann habe ich mich total geniert. Geniert dafür, dass ich so vorteilsbehaftet bin, dass ich einen simplen Gebrauchshinweis auf meinem Duschgel in arabischer Sprache sofort für eine terroristische Botschaft halte. Und augenblicklich das schwarze Banner vor Augen habe. Schwarze Banner kennen Sie sicher, das ist diese IS-Flagge. Dieses schwarze Rechteck mit dem weißen Kreis in der Mitte, wo oben groß auf Arabisch oben steht, es gibt keinen Gott außer Allah. Und drunter in dem weißen Kreis, kleiner und ebenfalls auf Arabisch, 100% Polyester mit 30 Grad Waschen made in China. Das wissen die wenigsten. Mir ist mal im Internet die sehr fragwürdige Theorie zu Ohren gekommen, dass der Grund, warum es islamistische, aber zum Beispiel keine christlichen Selbstmordattentäter gibt, der wäre, dass in muslimisch geprägten Ländern die Selbstbefriedigung verpönter wäre als in christlichen.
was fatal wäre, denn ohne die Möglichkeit, hin und wieder Druckausgleich wiederherzustellen, liefert das System an Gefahr zu kippen. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich persönlich glauben würde, dass jeder, der nicht masturbiert, gefährdet wäre, Dschihadist zu werden. Aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Wichsen für den Weltfrieden, sozusagen. Danke. Hätte ich mir früher auch nicht denken können, dass ich mal fürs Wichsen Applaus kriege. Wenn man diese Tätigkeit dann so intensiv ausübt wie ich, muss man leider auch auf audiovisuelle Hilfsmittel zurückgreifen. Lässt sich leider nicht vermeiden. Meine Lieblingskategorie sind katholische Pornos. Kennen Sie katholische Pornos? Da wird eine geschlossene Schlafzimmertür gefilmt und den Rest stellt man sich vor. Ziemlich gutes Zeug, ja. Seit einigen Jahren, seit 2015, sind bei unseren Familienfeiern Flüchtlinge immer zuverlässig, Gesprächsthema Nummer 1. Da gibt es dann immer das eine Lager, das so komplett gegen sämtliche Flüchtlinge ist. Und ja, das war es eigentlich eh. Das eine Lager. Auf so Familienfeiern muss ich mich immer wieder anhören, dass ich die Energie, das Charisma eines abgelaufenen Kondoms besitze. Ich weiß, es ist auch für die Bühne nicht optimal, aber ich kann nichts dafür. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, die meinen Energiehaushalt wirklich sehr einengt. Ich bin aus dem Grund auch sehr unsportlich. Früher, da war ich noch naiv, aber ich glaube, der Grund, wieso ich unsportlich bin, ist der, dass ich keinen Sport mache. Aber nein, ist die Schilddrüsenunterfunktion. Also das letzte Mal Sport gemacht habe ich im Juni 2009. Allerletztes Spiel im Fußballverein. 90 Minuten auf der Bank gesessen. Trotzdem Bänderzerrung. Ja, die Ärzte haben gemeint, das war psychosomatisch. Also ich habe echt überhaupt keine Ausdauer. Kriege manchmal sogar beim Scheißen Seitenstechen. Fühlen sich gar nicht so wenig angesprochen. Deswegen mache ich das aus Sicherheitsgründen nur noch in stabiler Seitenlage. Ich bin echt sehr faul. Was manche Menschen bis am 9 Uhr Vormittag schon alles geschafft haben, schaffe ich oft im ganzen Leben nicht. So Musterbürgerinnen und Musterbürger, die bis am 9 Uhr Vormittag ihre Kinder in die Schule brachten und gefrühstückt haben, eine Stunde joggen waren, 2 Stunden meditiert haben und seit 6:30 in der Arbeit sitzen. Also so Arschlöcher halt. Und ich bin froh, wenn bis am 9 Uhr Vormittag dieser existenzielle Kampf zwischen Müdigkeit und Harndrang noch nicht darin gegipfelt ist, dass ich aus lauter Verzweiflung aus dem Fenster pinkelt habe. Nachbarin wundert sich dann immer, wieso ihre Blumen dauernd eingehen. Das ist, weil ich zu wenig Wasser trinke. Ich bin so faul, wenn ich ein Butterbrot esse ich zuerst das Brot, dann das Stück Butter, damit ich mir das Streichen spare. Und zum Schluss krieche ich mit letzter Kraft raus am Balkon und beiß vom Schnittlauch ab. Ich bin aber nicht nur zu meinem eigenen Vergnügen faul, sondern auch aus umweltbewussten Überlegungen heraus. Weil je mehr man sich anstrengt, je mehr Sport man treibt, desto mehr Energie verbraucht man. Und je mehr Energie man verbraucht, desto mehr Nahrung muss man dem Körper wieder zuführen. Und die Nahrungsmittelindustrie ist einer der ganz großen CO2-Emittenten und Klimasünder.
Also für mich ist jeder, der joggt, eine Umweltsau. Finde ich rückgratlos. Ich nehme mich da ganz bewusst zurück. Also mich würde es auch oft reizen, dass ich mal mich für einen halben Tag ins Fitnesscenter haue, ein bisschen meinen Körper aufpumpe. Aber mir ist die Umwelt halt wichtiger als meine eigene Geilheit. was bei den ganzen Diskussionen rund ums Klima meiner Meinung nach aber sehr, sehr schmerzlich übersehen wird, ist, dass man, um dieses Problem in den Griff zu bekommen, man nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere in die Verantwortung holen sollte. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass es heute im Jahr 2021 immer noch Tiere gibt, die jeden Winter mehrere tausend Kilometer in Richtung Süden fliegen? Nur um dort Urlaub zu machen. Also, da frage ich mich schon, können die nicht mit der Bahn fahren? Und jetzt kommt die Pointe, die heißen sogar Zugvögel. Ich habe schon als Kind meine Eltern permanent mit schlechten Witzen genervt. Mein erster zum Beispiel, wie heißt der Bruder von Peter Pan? Marzipan. Ja, meinen Eltern hat es auch nicht so taugt. Vater hat dann irgendwann gesagt, Sohn, geh Zigaretten kaufen, komm nie wieder. Ja, also ich war nie das Lieblingskind meiner Eltern. Nie das Lieblingskind gewesen, was schon eine Leistung ist als Einzelkind. Und nein, Sie dürfen da nicht lachen. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe einen Bruder. Sie müssen besser aufpassen. Nie das Lieblingskind gewesen, das stimmt durchaus. Habe zum Beispiel nie neues Gewand bekommen. Immer das anziehen müssen, was meinem Bruder zu klein geworden ist, wo er rausgewachsen ist. Was schön und gut ist, aber auch furchtbar demütigend bei einem 7 Jahre jüngeren Bruder. Wenn man im Strampler zur Erstkommunion geschickt wird. Also das sind Kindheitserinnerungen, die lassen sich selbst durch eine Lobotomie nicht mehr entfernen. Und über diese Zeit, über das Kindsein, das Erwachsenwerden, über diese recht fantasievolle Zeit habe ich damals auch Tagebuch geführt. Und daraus würde ich Ihnen gerne vorlesen. Juli 1998. Der heutige Tag markiert das Ende meines Kindseins. Ich habe gelernt, dass meine Taten Konsequenzen nach sich ziehen. Ich habe gelernt, dass jegliche menschliche Existenz zur Verdammnis bestimmt ist. Ich habe mir heute im Reißverschluss meiner kurzen Hose den linken Hoden eingezwickt. Das ist nicht wirklich lustig. 6. Juli 1998. Heute habe ich 4 Stäbchen gegessen. 7. Juli. Mein Hoden steckt noch immer fest. 10. Juli. Das Universum scheint wieder im Gleichgewicht zu sein. Ich habe mir heute im Reißverschluss mit einer kurzen Hose den rechten Hoden eingezwickt. 13. Juli. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass mein Vater auch mein Leiblicher ist. Heute hat er sich nämlich seine Hoden im Reißverschluss eingezwickt. August. Familie Fritz beschließt im Rahmen einer außerordentlichen Familiensitzung allgemeine Unterhosenpflicht, damit sich das Hodenreißverschluss-Debakel vom Sommer 1998 nicht wiederholen muss. 22. August. Ich habe heute herausgefunden, was Arbeit bedeutet. Mein Vater hat gesagt, das musst du dir so vorstellen, als gräbst du ein Loch. Du gräbst immer tiefer und tiefer, jeden Tag ein bisschen. Und es sei so lieb und mach die Tür zu und lass mich und die Mama bitte fertig bumsen. 27. August. Ich habe darüber geschlafen und mich dazu entschieden, erwachsen zu werden. Ich habe begonnen, mein eigenes Loch zu graben. 28. August. Interessant. Ich habe gerade den Opa ausgebuddelt. 29. August,
sowie auch sein Nazi-Gold. 31. August. Ich befürchte, dass ich mich bald bis nach Neuseeland graben werde. An der Stelle muss ich vielleicht kurz erklären, meine Eltern haben als Kind immer erzählt, dass Neuseeland genau am anderen Ende der Welt, genau kerzengrad unter uns liegt. Sie haben mir erklärt, dass wenn man sein Ohr auf den Boden legt und ganz genau hinhorcht, kann man die Neuseeländerinnen und Neuseeländer manchmal sogar reden hören. Ich bin dann als Kind oft stundenlang auf den kalten Küchenfliesen gelegen und habe gehorcht, ob ich Neuseeland höre. Habe als Kind total viele Mittelohrentzündungen gehabt. Aber hin und wieder habe ich sogar eine junge Frauenstimme gehört, die mir ganz aufgeregt was entgegengerufen hat. Erst viele Jahre später ist dann ein neuseeländisches Au-pair-Mädchen aus dem Keller meiner Eltern befreit worden. Ja. 27. September. Als ich das letzte bisschen Erde über mir weggegraben habe, ist mir plötzlich ein Wasserstrahl entgegengeschossen, der mich durch Tunnel und Erdkern wieder in unserem Garten ausgespuckt hat. Meine Eltern haben mir einen Blödsinn erzählt. Neuseeland liegt gar nicht unter Österreich. Ich habe stattdessen den Südpazifik mit meiner Schaufel von unten angestochen und Österreich nach 100 Jahren endlich wieder einen Meerzugang verschafft. Voll anstrengend. Ich wünschte, ich wäre wieder ein unbeschwertes Kind. Ich wünschte, ich hätte mir die Hoden damals nie. Und an der Stelle hören dann die Aufzeichnungen mitten im Satz auf, weil dann ist meine Mutter ins Zimmer gekommen und hat gefragt, was machst du da? Sag ich, ich schreibe Tagebuch. Sagt sie, was heißt, du schreibst Tagebuch? Du bist 4, du kannst doch gar nicht schreiben. Ja, und das habe ich dann eingesehen. Ja, meine zweite große Liebe nach der Konstanze war die Emma. Eines Tages habe ich mein gesamtes sexuelles Charisma am Schopf gepackt. War ziemlich leicht. Habe mir die Gitarre umgeschnallt und mich unter das Fenster gestellt. Und dann habe ich für sie das folgende Lied gespielt. Emma, du bist meine wahre Liebe. Du bewässerst all meine Liebestriebe. Bitte sag, warum lässt du mich nachts nie schlafen? Geist und Gefühle sind deine Sklaven. Wir gehören zusammen wie der Sand und das Meer. Du bist der Honig und ich bin der Bär. Zu zweit sind wir um ein Fünffaches kräftiger. Liebst du mich, liebe ich dich umso heftiger. Emma, 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 Schatzi, Emma. Nachdem ich ihr dann das Lied vorgespielt gehabt habe und sie ebenfalls auf den Applaus verzichtet hat, die Tür zu meinem Herzen ist bereits verschlossen. Habe ich hier voller Hoffnungen in ihre wunderschönen tiefblauen Augen geschaut, sagt sie plötzlich, sorry Christoph, have you forgotten? I'm from New Zealand. I don't understand German. Haben wir gedacht, well, that's deppert. Aber dann, ich kann sie übrigens blenden mit der Gitarre. Dann habe ich mal. Das schneidet man nicht raus. Aber dann haben wir gedacht: Christoph Fritz, Bachelor of Arts in Business, jetzt oder nie. Und ich habe dann sehr lange hin und her überlegt, habe mich dann schlussendlich für jetzt entschieden und mich dazu entschieden, das Lied für Sie simultan auf Englisch zu übersetzen. I will translate for you simultaneously. Emma, you are my true love. You activate all my love things. We belong together like the
bisschen peinlich. Was heißt nochmal Sand auf Englisch? Sand auf Englisch? Sand, sicher Sand, Sand auf Englisch, Sand? Ich meine, Waschmaschine ist auf Englisch auch nicht Wäschmaschine. Aber egal, ich vertraue auf Ihre Schwammintelligenz. We belong together like the sand and the ocean. Das reimt sich auf Englisch gar nicht. When my hands are dry, I use hand lotion. Jetzt reimt sich's, macht keinen Sinn mehr. I'm the bear and you are the honey. Come on, let's give me your money. Together we are so much stronger. When I see you, my penis gets longer. Da hat man gedacht, da kommt nichts mehr Vernünftiges raus. Komme mich auf den Kern meines Anliegens zu sprechen, kürze ich es ab. Emma, do you want to be my girlfriend? Und dann hat es das Fenster zugemacht, das Licht abgedreht, ist schlafen gegangen. Ich bin heimgefahren, seitdem sind so 7 oder 8 Jahre vergangen. Also man kann sagen, sie überlegt noch. Ja, vielleicht wird er doch noch irgendwann einmal ein richtiger Künstler aus mir. Immerhin war ich mal für kurze Zeit in der Psychiatrie. Also da bin ich schon stolz drauf. Die größten Persönlichkeiten der Weltgeschichte haben ja alle einen Andaletten gehabt. Winston Churchill, bipolare Störung. Ludwig van Beethoven, alkoholkrank. Immanuel Kant, Jesuit. Thomas Brezina hat auch sich irgendwas. Franz Kafka depressiv und Christoph Fritz in bester Gesellschaft. Um zu erklären, wie es bei mir begonnen hat, muss ich ein bisschen zurückgehen. Es hat so begonnen in der vierten im Gymnasium, in der AHS, der allgemein hilflosen Schule. Den Witz habe ich tatsächlich von meinem Physiklehrer gestohlen. Wenigstens irgendwas mitgenommen aus dem Unterricht. Und für meine Mutter jedenfalls waren Noten immer total wichtig. Weil sie ist Klavierstimmerin und sie hat mir als Kind mal das Leben erklärt. Sie hat gesagt, entweder du lernst was, schreibst gute Noten, kriegst einen guten Job, verdienst gescheit und kriegst die schönsten Frauen der Welt, oder du lernst nichts, wirst Staplerfahrer und auf einmal rollt von der Seite so ein kleiner Roboter her und holt einen runter. Ja. Und daraufhin habe ich mich dann so hineingesteigert ins Lernen und habe so übertrieben, dass ich eine Zwangsstörung entwickelt habe und in der Psychiatrie gelandet bin, wo sie mir auch ins Herz gelegt haben, später mal Wirtschaft zu studieren. Weil soziopathisch genug dafür wäre ich. Aber keine Sorge, bei mir sind nur so ein paar klitzekleine Zwangsneurosen diagnostiziert. Angeblich ist es jetzt nicht hundertprozentig normal, dass ich meine abgeschnittenen Zehennägel sammle. Seit ich 9 bin, aber es macht den Salat halt so schnell knusprig. Und gern geschehen. Ein bisschen blöd ist es, dass ich gewisse Dinge mehrmals machen muss. Zum Beispiel 2-mal die Hände waschen, 3 Runden im Kreisverkehr drehen, 4-mal hintereinander beim Bankomat abheben. Also so Zwangsstörungen sind sehr repetitiv. Man macht sehr oft das Gleiche, was sehr schnell erfahrt wird. Es fühlt sich circa so an, als hätte man Alzheimer, aber man kann sich an alles erinnern. Also, was ich Ihnen damit sagen möchte, falls Sie Kinder haben sollten, zwingen Sie es dazu, Staplerfahrer zu werden. Genau. Eigentlich so die Hauptbotschaft vom Programm. Ja. Ja, ich... Ähm,
Ja, ich möchte an der Stelle sagen, es gefällt mir sehr, wenn Sie lachen. Ich bin mir zwar nie hundertprozentig sicher, ob Sie jetzt immer mit mir oder teilweise auch über mich lachen, aber um meine Therapeutin zu zitieren, Hauptsache Sie zahlen. Okay. Da. Herausgefunden, dass ich lustig sein könnte, habe ich während meines Zivildienstes, da habe ich für 9 Monate in einem Sterbehospiz in Wien gearbeitet und dort hat sich meine Leidenschaft fürs Kabarett entwickelt. Ich habe dann dort begonnen, Witze zu schreiben und sie auch gleich vor Publikum zu testen. Das Hospiz ist ja der perfekte Ort zum Witze testen, weil erstens entspricht das durchschnittliche Alter dort in etwa dem vom Kabarettpublikum. Und zweitens hat man immer wieder frische Lacher. Mit den Demenzkranken habe ich sehr gut an meinen Witzen feilen können, weil die Pointen immer wieder vergessen. Mit den Demenzkranken habe ich sehr gut an meinen Witzen feilen können, weil die Pointen... Also früher oder später werden wir alle dement oder senil. Und mir ist damals im Hospiz klar geworden, dass wir dann ohne Probleme im zweiten Karriereweg Philosophie unterrichten könnten. Weil Philosophen und Demenzkranke stellen sich die exakt gleichen großen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Wo bin ich? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Und warum nimmt mich niemand ernst? Damals im Hospiz ist mir aber ein sehr großes Zukunftsproblem bewusst geworden. Ein Problem, das alle bisher Dagewesenen in den Schatten stellen wird. Wir Menschen werden immer älter, unsere Nasen und Ohren wachsen immer weiter und werden immer größer. Gleichzeitig schrumpfen unsere Körper und werden immer kleiner und leichter. Und das geht nicht ewig gut. Die Wissenschaft hat nämlich vor kurzem herausgefunden, dass ab 150 ein kritischer Punkt erreicht wird. Mit 150 hätten wir nämlich Prognosen zufolge nur noch in etwa 10 Kilogramm und Ohren mit einer gesamten Tragfläche von 6,5 Quadratmetern. Zur besseren Veranschaulichung, das sind 0,00065 Hektar. Wenn's windig wäre, müssten wir uns festbinden. Schon heute verwenden ja die meisten alten Menschen, die mit dem Hund an der Leine Gasse gehen, den Hund als Anker. Die Wissenschaft sagt aber auch, dass wir die 150-Jährigen der Zukunft diese physischen Besonderheiten zu unserem eigenen Vorteil werden anwenden können. Durch das Gewicht der immer größer werdenden Nase kippen wir immer weiter nach vorne, werden wir dann fast parallel zum Boden liegen und uns im aerodynamisch optimalen Winkel von 22,5 Grad befinden, fährt vorne bei der Brust ein Stützrad aus. So. Ich zeige es gerne nochmal her. Und in diesem Winkel dienen die Ohren als optimale Segeln. Und so werden wir in der Zukunft emissionsfrei vom Wind angetrieben durch die Stadt düsen. Der Kurz kann das heute schon. Ich hoffe, Sie schnieren sich wenigstens ein bisschen, dass sie gerade über so einen billigen Witz gelacht haben. Aber es ist leider von der österreichischen Kabarettgewerkschaft vorgeschrieben. In jedem Programm muss mindestens ein Witz über kurze Ohren drinnen sein, sonst kriegt man keine Auftrittsgenehmigung. Blöd ist dann, wenn man sich wie Van Gogh ein Ohr abschneidet, weil dann kann man nur noch im Kreis fliegen. Und wenn wir dann irgendwann sterben, lässt man uns einfach sanft in Richtung Sonne gleiten. Solarbestattung. Bei uns im Hospiz ist jedes Monat eine Person gestorben. Einfach so mittendrin, während des Abendessens vor der Nachspeise. Wahrscheinlich ist das Leben wie ein Kabarettprogramm. Man wartet auf die nächste Pointe und auf einmal ist es aus.
Danke sehr.